Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Jetzt stellen wir euch den Forester 599 HB vor. Sollte man sich auf jeden Fall auch mal anschauen. Ist ein, ist doch ein schönes, sehr schönes Fahrzeug. So, hier haben wir den Fiat Ducato wieder mit der Basismaschine. Beziehungsweise als Basisfahrzeug mit einem manuellen Schaltgetriebe und einer manuellen Klimaanlage. Wir haben hier vorne, dadurch, dass wir kein Fach haben, ein schön großes, ja, schön viel Platz, dass man sich gut hinstellen kann. Zur linken und zur rechten Seite gibt es Fächer. Hier noch eine Kontrollanlage der Solaranlage. Wir haben hier die ganze Schaltanlage der Truma und der Bordelektronik. Gas, Warner oder Rauchmelder, das weiß ich nicht ganz genau, das müsste ich noch mal gleich nachschauen. Zur Seite ein Fenster, dann hier die Dinette. Hier unter haben wir noch ein Fach, auch wieder für Schuhe. Ist nicht ganz so groß, aber dürfte doch ausreichend sein. Dafür ist aber hier hinten noch ein kleines Fach. Ah ja. Ein Sicherungskasten, aber ich sag mal, rundrum kann man immer noch was beladen. USB, Daumen hoch für mich. Dann haben wir hier zu dieser Seite noch ein schön großes Fach. Wir haben hier die Dometics-Einheit, zwei Flammen mit Piezozündung und ein Wasserhahn, der dann auch wieder sich zuklappt, wenn man das doch vergisst. Schubladen haben wir hier zur, ja, von vorne. Schön groß. Unten etwas tiefer für Töpfe. Zu der Seite befindet sich noch ein Kleiderschrank mit einer Kleiderstange. Ah, was man auch hier sieht, ist noch ein Fach da drunter. Okay, gut, da kommt man dann anscheinend an die ganze Wasseranlage ran. Pumpen und Co. Darunter Heizungsauslass. Schauen wir mal ins Bad. Das Bad ist doch recht großzügig. Wir haben ein Seitenfenster, dafür kein Dachfenster. Das Ganze wird hier mit einem Duschvorhang abgetrennt, um zu duschen. Hier haben wir ein Fach zur Seite, also nach hinten hin. Unterhalb ist dann die Toilette angebracht, das Waschbecken und ja, Schalter in der Ecke für Licht. Da sehen wir nichts mehr. Und hier oben ist noch der Duschbrausenhalter. Der wird dann hier rausgezogen und darüber dann auch bedient. So, nun für den Marcel entscheidend. Es ist doch etwas enger, dadurch, dass man kein Dachfenster hat. Aber optional vielleicht erhältlich. Müsste man mal gucken. Ansonsten glaube ich von der Größe her ausreichend. So, hier handelt es sich um einen Absorberkühlschrank. Ein kleines Eisfach ist auch dabei. Von Dometics ist der Kühlschrank. Und dann haben wir hier hinten noch ein Bett mit Staufächern nach hinten hin. Hier haben wir kein Staufach. Zur linken und Seite sind auch zwei große Staufächer dafür. Das Bett blende ich euch ein, welche Maße es hat. Der Marcel wird sich da noch mal Probe liegen. Ja, also es geht mit 1,88, aber ich stoße natürlich mit Fuß und Kopf. Fuß hast du unten noch ein bisschen, ja, Platz. Ein bisschen kann ich bewegen, aber es ist schon ein bisschen eng, aber es geht. Wie gesagt, ich werde ja kleiner. Und auch beim Forster haben wir von hinten die Gasflaschen wieder.
sehr gut durchdacht. Und unten noch Zurösen. Also ein großer Raum für viel Krimskrams, was man mitnehmen kann. So, Fazit zu dem Forster-Fahrzeug. Also es lohnt sich auf jeden Fall, ihn mal anzuschauen. Er ist ja in vielen Dingen sehr gut durchdacht und auch gute Verarbeitung her. Also klappern tut sehr wenig, zumindest so auf dem ersten Eindruck. Ja, das klar, wir sind jetzt heute am Sonntag hier, Quatsch, am Samstag hier von der Messe und hier ist natürlich dementsprechend viel los und deswegen das Fazitvideo jetzt hier in dem Fall von einer anderen Perspektive. Aber Daumen hoch für den Wagen Forster.